Damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Freitag, den 13. Juli 2018. Zehnmal ist das Luxushotel Orania Berlin in Kreuzberg seit seiner Eröffnung vor knapp einem Jahr beschädigt worden. Täter waren mutmaßlich Linksextremisten, wie mehrfach aus Bekennerschreiben im Internet hervorging. Weil es noch zwei Verstöße gegen das Versammlungsgesetz im Zusammenhang mit dem Hotel gab, wurden 12 Ermittlungsverfahren eröffnet. Das antwortete die Senatsinnenverwaltung auf eine Anfrage des SPD-Abgeordneten Tom Schreiber. Die Polizei in Kreuzberg und die Kriminalpolizei vom Staatsschutz im Landeskriminalamt, zuständig für politisch motivierte Delikte, stünden im Kontakt mit dem Geschäftsführer des Hotels, schrieb die Senatsinnenverwaltung. Das Hotel war im August 2017 eröffnet worden. Davor stand das ehemalige Kaufhaus 10 Jahre lang leer. Für die Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld ist ein neuer Betriebsleiter gefunden. Der selbstständige Berater und Planer Patrick Muller übernimmt den Posten sofort, wie die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg am Freitag am Rande einer Aufsichtsratssitzung mitteilte. Sein Vorgänger Elmar Kleinert war Anfang Juli als Geschäftsführer zum Flughafen Bremen gegangen. Muller hat Erfahrung als Flughafenmanager. Unter anderem leitete er 2005 und 2006 den Flugbetrieb in London Heathrow. Von 2010 bis 2014 war er Geschäftsführer Operations an den Airports Doha und Hamad. Der Berliner Flughafenchef Engelbert Lüttke-Dahldrup sagte, neben der Eröffnung des Hauptstadtflughafens BER im Oktober 2020 mit dem vorherigen Probebetrieb werde es die Hauptaufgabe Mullers sein, einen guten Flugbetrieb in Tegel und Schönefeld aufrechtzuerhalten. Wenn die Berliner Luftbrücke im kommenden Jahr 70-jähriges Jubiläum feiert, könnte auch das Tempelhofer Flugfeld eine Renaissance erleben. Wo heute Picknicker sitzen und Longboarder rollen, heben dann vielleicht wieder die berühmten Rosinenbomber ab. Zumindest grundsätzlich ist das möglich, wie die Berliner Verkehrsverwaltung nun mitteilte. Ein Verein möchte das Luftbrückenjubiläum im kommenden Jahr gebührend feiern. Rund 40 Flugzeuge, alles ehemalige Rosinenbomber, sollen anlässlich des Endes der Berlin-Blockade 1949 noch einmal über die Stadt fliegen. Die Maschinen der Alliierten hatten West-Berlin mit Lebensmitteln und anderen lebenswichtigen Hilfsmitteln versorgt. Dazu gehörte ganz wesentlich auch Brennmaterial. Kurz vor dem Ende der Fußball-Weltmeisterschaft haben die Veranstalter der Berliner Fanmeile am Brandenburger Tor ein erstes vorsichtig optimistisches Fazit gezogen. Es sei natürlich nicht optimal gewesen, dass Deutschland ausgeschieden sei, sagte eine Sprecherin am Freitag. Aber das habe ja nur an wenigen der 13 Tage mit Spielübertragungen auf der Fanmeile einen Unterschied gemacht. An den Tagen der Halbfinalspiele sei es trotzdem relativ voll gewesen. Es seien genug internationale Besucher gekommen. Forderungen, Fanmeilen nur für die deutschen Spiele zu öffnen, seien wirklich Quatsch, so die Sprecherin. Nach dem Endspiel zwischen Frankreich und Kroatien am Sonntagnachmittag wollen die Veranstalter sich noch einmal ausführlicher zu der Bilanz der Fanmeile äußern. Und wir kommen zum Sport. Vor genau 4 Jahren ist die deutsche Fußballnationalmannschaft nach dem 1:0 Verlängerungssieg gegen Argentinien zum 4. Mal Weltmeister geworden. Das Tor, in das der Ball von Mario Götze flog, wird derzeit auf eBay für einen guten Zweck versteigert. Noch bis zum 19. Juli kann man bieten, um sich das Gehäuse dann beispielsweise in den Garten stellen zu können. Aktuell liegt das Gebot bei über 16.000 Euro. Der Versand ist kostenlos. Philipp Lahm, Weltmeisterkapitän von 2014, kritisierte unterdessen in einem Statement auf dem sozialen Netzwerk LinkedIn seinen ehemaligen Trainer. Ich bin überzeugt davon, dass Jogi Löw seinen kollegialen Führungsstil der letzten Jahre ändern muss, wenn er mit der neuen Generation von Nationalspielern wieder Erfolg haben möchte. Löw müsse den Individualisten des Teams klar machen, dass sie Verantwortung für die gesamte Mannschaft tragen, schrieb der WM-Experte der ARD weiter. Dies sei kein Zeichen der Schwäche, sondern der Weiterentwicklung. Er muss eine Kultur strafferer, klarerer Entscheidungen etablieren, als er selbst das gewohnt war. Eine Analyse, die Lahm so im Fernsehen allerdings nicht äußerte.
Fußball-Bundesligist Hertha BSC setzt in der Vorbereitung auf die neue Saison nicht nur auf das klassische Training mit dem Ball, sondern auch auf Denksportaufgaben. Das berichten die Bild und BZ. Demnach müssen die Spieler unter anderem einfache Matheaufgaben lösen und dabei den Ball hochhalten oder Pässe spielen. Die Jungs sollen auch im Kopf schneller werden, so fällt es ihnen später leichter, auf dem Platz die richtigen Entscheidungen zu treffen, sagte Trainer Paul Dardai. Bei den Spielern kommt sie scheinbar gut an. Das tue richtig gut und lockere alles ein wenig auf, sagte Stürmer Davi Selke. Ich bin ein großer Fan von solchen kreativen Einheiten. Die Berliner setzen laut Dardai schon länger auf solche Übungen. Diesmal probiere man aber auch neue Varianten aus. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht ist es in weiten Teilen sternenklar. Die Tiefstwerte liegen um die 15 Grad. Am Samstag ist es überwiegend sehr sonnig. Wolken am Hauptstadthimmel bilden eher die große Ausnahme. Das Quecksilber steigt dabei auf bis zu 24 Grad. Und der Ausblick sommerlich und freundlich geht es auch in den kommenden Tagen weiter. Am Sonntag gibt es noch einmal Sonnenschein pur mit Tageshöchstwerten um die 25 Grad. Am Montag ist es vorübergehend etwas zugezogen, Regen ist aber nicht dabei und die Temperaturen steigen auf bis zu 27 Grad. Am Dienstag ist es dann nur leicht bewölkt bei Höchstwerten um die 28 Grad. Das waren die Nachrichten für heute. Ihnen noch alles Gute und ein traumhaft schönes Wochenende.